Also, dann begrüße ich euch mal offiziell. Freue mich, dass ich auch eingeladen wurde, euch hier im Rahmen dieser Studieninformationstage etwas über unser Studium zu erzählen und vor allen Dingen im Zusammenhang mit meinem Fach, den Pflanzen. Ich bin an für sich gelernte Gärtnerin, Staudengärtnerin und bin jetzt im Rahmen des Landschaftsarchitekturstudiums für die Pflanzenverwendung, Stauden, aber auch Gehölze aus gärtnerischer Sicht zuständig und der Zieraspekt ist einmal so grob das, was mich von den Produzentinnen unterscheidet im Pflanzenbereich. Ja, ich habe den Vortrag genannt, ein heißes Thema, Pflanzenvielfalt in der Landschaftsarchitektur, Pflanze in der Landschaftsarchitektur und ich glaube, das brauche ich jetzt auch nicht erwähnen, warum das gerade so ein heißes Thema ist, das kommt dann auch noch ein bisschen durch. Und zur Einstimmung, was ist für mich die Pflanze in der Landschaftsarchitektur, was ist für mich die Pflanze im Freiraum? Es kann eine zufällig aufgegangene Pflanze sein, wie diese Hirse. Es kann eine gärtnerisch verwendete, gepflanzte Art sein, wie diese japanische Herbstanemone. Eigentlich mit dem ähnlichen Standortsanspruch wie diese Hirse, also die sind da vergleichbar. Und es kann natürlich eine prachtvolle Mischung sein aus Stauden, aus Sommerblumen, kurzlebigen, wie die Früchte sieht man hier von der Mondviole, und Gehölzen, Sträuchern und Bäumen. Also da spielt sich alles ab in diesem Rahmen. Und wenn ich von Freiraum rede, dann, also jetzt mit zusammen mit der Pflanze, speziell landschaftsarchitekturbezogen, sind für mich Freiräume, grüne Freiräume an für sich schon Gärten. Es umschließt auch Parks, aber auch städtisches, öffentliches Grün, ja, weil ich hier einfach gärtnerisch interveniere. Ja, und das ist so das letzte Bild noch so zum Einstimmen für die Pflanzenverwendung. Es ist vielleicht ein bisschen werbetechnisch, sollte es jetzt nicht gemeint sein, aber es zeigt so schön, wie es die Pflanze im Freiraum auch mit der Nutzung sozusagen des städtischen Lebensraums konform gehen kann. Es ist in New York aufgenommen und die Farben sind abgestimmt hier. Selbst der Herr mit seinem Handtuch hat sich hier eingepasst in so eine bunte Sommerblumenbepflanzung und kann sich ausruhen nach dem Einkauf, zwischen dem Einkauf. Jetzt möchte ich einmal so ein bisschen die Pflanze versuchen zu charakterisieren in der Landschaftsarchitektur. Pflanzen zählen zum ursprünglichsten Baustoff in der Landschaftsarchitektur und damit zu den wesentlichen Entwurfselementen städtischer Freiräume. Und wenn ihr jetzt einmal so wissen wollt, was in Europa der erste Höhepunkt der Pflanzenverwendung war, dann ist es dieses barocke Erscheinen der Pflanzgestaltungen hier im Schönbrunn in Wien. Da war eigentlich so der erste große Höhepunkt im Umgang mit der Pflanze zu bemerken und der war eben sehr technisch konnotiert, es war ein handwerklicher Umgang und Ziel des Pflanzeneinsatzes war natürlich zumal Räume zu bilden und zu strukturieren, aber im Hintergrund auch Macht zu demonstrieren, politische Macht zu demonstrieren, aber auch die Macht sozusagen über die Handhabe der Natur, das Verständnis über die Natur auszudrücken. Das war ganz wichtig in diesen formalen Gartenzeitaltern der Renaissance und dann eben gipfelnd im Barock für die Pflanzenverwendung. Und in der Zeit ist auch die Pflanze nicht nur mal so richtig zum Großeinsatz gekommen, sondern auch zum Beispiel Bewässerungsanlagen, also auch andere technische Einflüsse in der Gartengestaltung haben sich da mal richtig ausentwickelt. Gut, Repräsentation. Hat sich das ein bisschen erweitert, möchte man sagen, und dadurch auch verändert. Die Pflanzenverwendung im städtischen Freiraum steht heute im Spannungsfeld zwischen Ökologie, Ästhetik und Pflege. Und so schauen vielleicht modernere Pflanzenbilder aus in unseren Freiräumen, nicht hier mehr im öffentlichen Freiraum, das gilt aber auch für Gartenanlagen und Parks. Es hat die Wissenschaft um die Ökologie hat eigentlich sehr spät eingesetzt, wenn man sich überlegt, wie früh Pflanzen schon in Gärten verwendet wurden.
nämlich Ende des 19. Jahrhunderts. Und dadurch wurden eigentlich diese neuen Wege in der Pflanzenverwendung eröffnet. Und diese strengen Formen des Barock zum Beispiel haben sich eben häufig aufgelöst. Da gibt es natürlich schon auch noch geschichtliche Schritte dazwischen. Ich bin jetzt sehr grob in meinen Sprüngen. Die haben sich aufgelöst und die Natur hat man eigentlich mehr mitarbeiten lassen bei der Pflanzgestaltung. Also Dynamik im Pflanzenbestand wird zugelassen. Und dadurch, mit diesem ökologischen Wissen, hat sich ganz eine neue Art von Ästhetik ergeben. Und auch die Möglichkeit der Pflanzenverwendung wurde erweitert, weil diese streng formalen Gärten waren eben sehr pflegeaufwendig. Und so etwas ist im Vergleich dazu eben wesentlich weniger pflegeaufwendig. Ja, und damit haben sich auch die Wertigkeiten vom Pflanzeneinsatz verändert. Früher war es eben diese Machtrepräsentation. Da war so dieser repräsentative Charakter, war das Prestige-Sujet. Und heute ist eigentlich das Prestige-Sujet, dass man eben über so etwas Nachhaltigkeit, Naturnähe ausdrückt. Das ist eigentlich so ein ganz wesentlicher Schritt, der sich in der Geschichte der Pflanzenverwendung entwickelt hat. Ja, Pflanzen sind, schauen wir uns die Pflanze mal selbst an, sind Lebewesen mit besonderem Habitus und sehr speziellem Charakter, vielseitig, form- und verwendbar. Hier nur ein kleiner Eindruck, was Pflanzen aus gestalterischer Hinsicht können. Ich sage vielleicht jetzt nicht so viel dazu. Ihr seht schon, der ganze Raum ist definiert durch die Qualität dieser Pflanzen. Ich kann hinausschauen, ich habe sichtbare oder auch physische Grenzen hier. Ich habe einen grünen Rasen, den ich betreten kann. Ich habe Schatten, ich habe eine geformte Eibe, die mir hier den Sonnenschirm ersetzt und in der richtigen Zeit des Tages auch die Bank gut platziert. Also hier ist die Pflanze eigentlich ganz ausschlaggebend für die Qualität und die Qualitäten des Raums und für die Nutzungsmöglichkeiten in diesem Raum. Ja, die Pflanze im Einzelnen ist natürlich irgendwie auch etwas, was uns anspricht, was uns bewegt, im Zusammenhang mit Licht, aber auch mit dem Standort, wo sie wächst, kann man ihre Schönheit wahrnehmen und sie ist eben auch als Einzelne schon ein besonderes Gestaltungselement. Aber in der Masse kommt nochmal ganz eine andere Wirkung zustande. Das ist der Crocus thomasinianus, ein Wildkrokus, der hier auf einer Wiese in einem Schaugarten in Süddeutschland von Cassian Schmidt, einem derzeit sehr bekannten Pflanzenverwender in Deutschland, wächst und gemeinsam mit dem Winterling, mit Schneeglöckerl und natürlich ein wunderbar toller Aspekt, wenn man die Ökologie der Pflanze kennt, die braucht dann ein bisschen Ruhe, dann zieht sie sich zurück und übersommert dann sozusagen, überdauert die heiße, trockene Phase tief unter der Erde, baut wieder Nährstoffe in die Wurzel, in die Zwiebel ein und kann sich dann im nächsten Jahr wieder prächtig weiter entfalten. Und wenn ich natürlich um das weiß, kann ich so schöne Pflanzenbilder schaffen. Ja, das Wissen um die Pflanzenverwendung und auch um die Pflanze ist ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Hochbauarchitektur. Deswegen finde ich eben auch die Pflanze so wichtig in der Landschaftsarchitektur, weil es ist das Einzige, was uns von den ArchitektInnen unterscheidet. Ja? Also die haben oft Ideen und setzen immer ihre, wir nennen sie immer Architektenbäumchen, irgendwo hin. Aber wirklich das Wissen um die Pflanze geht in diesem Architekturstudium eben einfach unter. Und dafür sind die LandschaftsarchitektInnen da. Und es gibt auch sehr, mittlerweile hat sich das auch schon zusammengefügt, also viele Teams aus Architekten und Landschaftsarchitekten arbeiten heutzutage zusammen, was ein großer Fortschritt ist. Aber das war lange nicht so. Und ein Foto, was das ganz schön und eindrücklich zeigt, das ist im Jüdischen Museum in Berlin, ein Kaffeehaus. Die haben hier so einen Laubengang installiert und haben die Wisteria sinensis, den Blauregen hier drüber wachsen lassen. Und das ist eine optimale Ergänzung, weil ihr kennt wahrscheinlich den Blauregen, wie er blüht und er duftet. Und bis in den Herbst hinein hat er hier bis zu dem gelben Laub, was auf den Boden fällt, gestaltet er hier an der Raumatmosphäre, aber auch mit und bestimmt die Befindlichkeit, wenn ich mich hier aufhalte. Also eine sehr schöne, einfache Lösung. Nicht zweimal im Jahr. Er kann nachblühen, ja?
Genau, tut er oft, aber nicht mehr so üppig, also die Hauptblüte ist im Frühling. Aber richtig. Ja, dann eine andere Eigenschaft von Pflanzen, die verhalten sich zum Teil so anarchisch, dass sich die ArchitektInnen, auch die LandschaftsarchitektInnen vor ihnen fürchten. Dieser kleine Farn da oben, der hat sich von alleine dahin bewegt, ja, was in dem Fall super ist. Und irgendwie das Highlight für diese Installation, das war auf irgendeiner Gartenschau, weil da haben sie gleich eine grüne Lampe gehabt. Aber im Negativfall kann halt dann auch sowas herauskommen. Und manchmal wissen auch wir nicht, warum so etwas nicht funktioniert. Ich kann da jetzt stundenlang dazu was erzählen und wir könnten da jetzt diskutieren. Aber wir bleiben jetzt mal beim ersten Eindruck. Sowas passiert natürlich auch oft in der Pflanzenverwendung. Und es gibt Gründe und manche sind einsehbar, andere eben nicht, weil Pflanzen sich manchmal trotz gutem Wissen über sie und die Berücksichtigung beim Einsetzen dann doch nicht wohlfühlen oder aus irgendeinem Grund halt ausfallen. Und das ist etwas, was wir nicht wollen, was aber halt häufig passiert. Da kommen dann unerwünschte Pflanzen rein und unsere ursprüngliche Konzeption des Grüns hier in diesem einfachen Szenario, die geht dann verloren. Dass die anarchisch sind, kann auch Vorteile haben. Das ist so ein kleines Beispiel aus einem Vorgarten zu einem kleinen botanischen Garten. Hier hat sich eine trockenheitsliebende alpine Pflanze, die zumal vorher in diesem Steintrog saß, hat sich ausgebreitet und hat diesen Voreingangsbereich jetzt irgendwie mitgestaltet und teilt die hineingehenden und die herauskommenden Besucherinnen irgendwie ganz gut auf. Ja. Diese Unberechenbarkeit der Pflanze und dieser oft schwierige Umfang und die vielen Möglichkeiten unterschiedlicher Pflanzen haben dazu geführt, dass man gesagt hat, wenn schon der gärtnerische Einsatz von Grün, dann wohlgeordnet, berechenbar und geometrisch. Wir haben es auch im formalen Garten schon gesehen. Und viele historische Pflanzenbilder schauen so aus. Ja, und das heißt, dass der Einsatz auch mit entsprechendem Pflegeaufwand verbunden ist. Dazu ein Wandteppich aus dem 18. Jahrhundert, der einfach zeigt, wie viele Menschen jetzt da involviert waren zur Pflege dieser formalen Gärten. Nicht nur der Gärten übrigens, innerhalb dieses eingezäunten Bereiches, auch der Landschaft außerhalb. Es war alles sehr stark übernutzt oder genutzt und eben auch mit viel Aufwand, ökonomischem Aufwand verbunden. Ja, und bis heute eben passiert auch dieser intensive Pflegeeinsatz mehr oder weniger im öffentlichen Raum. Und dann hat sie halt immer noch solche Bilder, die auch durchaus berechtigt sein können, wenn sich das jemand leisten möchte und von der Nutzung es passt. Aber man muss schon sagen, so etwas ist jetzt in puncto Pflegeaufwand und Ökologie nicht ganz optimal. Ja? Gut. Weil allein so eine Rasenfläche regelmäßig zu mähen im Jahr und die Hecken zu beschneiden, also da habe ich einen relativ hohen Pflegeaufwand. Gut, und bis vor, ich weiß nicht, bis zu Anfang der 20er Jahre sozusagen, oder ich weiß es nicht genau den Zeitraum, aber lange Zeit hat eben die Pflege den entscheidenden Maßstab in der Pflanzenverwendung gesetzt. Immer hat man gesagt, es sind auch privat, aber vor allen Dingen öffentlich, es ist zu wenig Geld vorhanden, um gute Staudenpflanzungen, um gute Gehölzpflanzungen zu machen, um die richtig zu pflegen. Und auch die Pflegeteams sind zu wenig, also das ist einfach schwierig. Und das hat eben lang auch das Bild unserer Gärten und Städte berücksichtigt. Heute ist es schon ein bisschen anders, weil wir eben die Natur mitarbeiten lassen an diesen Bildern oft. Auch sowas ist eigentlich fast eine naturnahe, dynamische Pflanzung. Und die Pflegeteams sind langsam auf so etwas eingespielt, ja. Und man weiß auch, die Natur darf mehr kosten in der Stadt. Der Garten darf mehr kosten. Ja? Weil seit kurzem gibt es eigentlich nochmal so eine ganz entscheidenden Aspekt, der hinter der Pflanzenverwendung steht. Und das ist die akute, habe ich sie genannt, Umweltentwicklung mit Klimaveränderung und Artensterben. Also warum? Das merkt man richtig. Es gibt weniger Insekten, auch gerade in stark besiedelten Gebieten, auch in der Kulturlandschaft. Es gibt weniger Vögel und wir haben immense Probleme mit dem Wasserhaushalt. Und zwar dahingehend, dass wir wirklich sehr lange heiße Trockenzeiten haben und dann wieder extreme Regenereignisse.
Und damit ist eben dieser Einsatz von Grün dynamischer und extensiver geworden. Und heute schaut die Pflege, jetzt zum Beispiel in einem ländlichen kleinen Ort, in einer großen Verkehrsinsel, so aus. Ja, Natur und Wildnis in der Stadt zu erleben ist cool. Das ist eben auch was Wichtiges. Ich habe vorhin gesagt, unsere Werte ändern sich, unsere Wertvorstellungen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, es gibt in New York ein Highlight, was jetzt die Pflanzenverwendung und eine Parklandschaft darstellt. Das ist diese ehemalige Hochbahntrasse, The High Line. Dort hat ein sehr bekannter Pflanzgestalter, Pete Odulf, das ist der weltweit bekannteste Pflanzgestalter derzeit, der wunderbare Pflanzenbilder schafft, in der eben auch diese natürliche Dynamik mitgestaltet. Der hat hier die Pflanzplanung gemacht und man sieht richtig, es werden die jungen Leute alle werden hineingezogen in diese natürliche Bepflanzung. Und das zeigt auch, was man in einem begrünten Raum, auch wie man ihn erleben soll. Es ist wichtig, dass die Pflanzen passen, dass die Lichtverhältnisse berücksichtigt sind, dass der Standort passt, aber dass eben auch die Nutzung hier konform geht. Ja, tue ich jetzt mal ein bisschen zusammenfassen, was sind so die Herausforderungen, was die Pflanze in der Landschaftsarchitektur betrifft. Wir haben es jetzt gerade gesehen, für die, die später gekommen sind. Es ist einmal der Klimawandel und Verlust der Artenvielfalt, was ganz oben steht, ja, was lange Zeit schwierig war, dass zu wenig eigentlich pekuniäre Mittel und auch Arbeitskräfte zur Verfügung standen für den Einsatz von Grün. Das verbessert sich vor diesem brisanten Hintergrund des Klimawandels und dem Verlust der Artenvielfalt. Und gleichzeitig wachsen die Städte, sie verdichten sich, die Siedlungen, und es ist immer ein sehr, sehr hoher Nutzungsdruck, ein zunehmender Nutzungsdruck auf die Freiflächen zu verzeichnen. Das bedeutet eigentlich im Optimalfall, dass wir mehr gärtnerische Natur in der Stadt haben, keine natürliche Natur, die gibt es ja auch nicht mehr, das ist auch klar, aber die Natur darf mitarbeiten an unseren Pflanzgestaltungen, und das Wissen um natürliche, ökologische Zusammenhänge ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die Landschaftsarchitektinnen, die Pflanzplanen. Sie muss klimatisch und ästhetisch wirksam sein und pflegetechnisch zu bewältigen sein. Und sie darf auch innovativ und effektiv sein, das habt ihr auch schon alle mitbekommen. Es gibt ja jetzt diese kleineren Freiräume, wo ich kompakter Grün einbringen muss. Heutzutage macht man Großbaumpflanzungen, dass auch die lange Zeit des Wachsens nicht so, dass die schneller überbrückt ist. Oder ich gehe in die Vertikale. Ja. Es gibt technische Systeme und die kosten oft sehr, sehr viel. Ich habe also naturalistische Pflanzungen, ich habe aber auch technische Pflanzsysteme. Ich habe Stadtwildnis, artenreiche Stadtwildnis, das ist ganz wichtig vor dem Hintergrund des Artensterbens. Und die Gstätten nennt man das in Wien, aber ich glaube, das ist auch jedem ein Begriff, die ist auch wichtig, was jetzt den Einsatz von Pflanzen betrifft. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Beispiele. Zum Beispiel hier an der Peripherie der Stadt, diese neuen Wohnanlagen, die momentan wie Pilze aus dem Boden brechen. Wichtig ist, dass wir eine große Pflanzenmasse haben, offene Bodenfläche zum Versickern des Oberflächenwassers, dass wir eine gewisse heimische Pflanzenvielfalt bewahren für Tiere, also für Insekten, für Vögel, für die Biozönose. Aber nicht nur heimische Pflanzen, das möchte ich auch gleich dazu sagen, weil durch diese Klimaerwärmung werden natürlich auch Pflanzen anderer Herkünfte jetzt spannend für die Verwendung und auch für die Artenvielfalt damit. Deswegen ist die gärtnerische Pflanzenverwendung wirklich zunehmend ein ganz wichtiger Faktor, auch umweltmäßig und naturschutzfachlich betrachtet. An dem Bild sieht man vielleicht noch, ich muss ein bisschen mich sputen, eine Problematik. Hier sind zwei, also es ist auch so wie die Highline eigentlich, eine stillgelegte Bahnfläche. Und ihr seht in der Mitte eine Pflanze, das Kreiskraut. Hier, aufmerksame Betrachterinnen werden sehen, das blüht sehr lang im November bis in den Winter hinein, wenn es warm genug ist. Das ist keine heimische Pflanze, die ist einmal mit den Wollimporten, ist die sozusagen eingeführt worden aus Nordafrika. Ist eine zweijährige Pflanze, aber ist ganz stark in Ausbreitung begriffen
und geht schon so ein bisschen als Alien durch, also als Pflanze, die sozusagen die heimische Artenvielfalt auch wieder einschränkt. Ja? Das ist eine große Diskussion. Ich lasse es damit bestehen. Ja, ich habe vorhin gesagt, die Ästhetik ist nach wie vor wichtig und da seht ihr jetzt in diesem Gebiet eben eine naturnah gestaltende kleine Platzfläche, gibt es auch noch kleine Sitzbankbereiche, die das eben aufgreift, dieses standortangepasste natürliche Bild. Es muss in solchen Gegenden, darf auch nicht immer so intensiv mit Pflanzen gearbeitet werden, sondern es muss Raum bleiben für andere Nutzungen, ganz wichtig, die auch ihre Spuren hinterlassen können. Ja, und für den modernen gärtnerischen Pflanzeneinsatz zeige ich euch auch nochmal so ein paar Bilder jetzt von Wien. Das ist die neue WU mit sehr schönen Pflanzungen, die wirklich diese Masse, aber auch die Ästhetik bedienen, die sehr naturnah sind, mit Pflanzen heimischer Provenienz, aber auch von der Ferne kommend. Dann solche typischen neueren Parkanlagen in Wien, die mit Mischpflanzungen arbeiten, die extrem pflegeleicht sind, die wirklich auch Insekten bedienen als Lebensraum, als Nahrungsquelle. Die offene Böden, also Versickerung des Wassers zulassen, das finde ich eine sehr schöne Idee hier, dass man die mit dem Plattenabstand, helle Platten, die reflektieren, dass man da dann wirklich auch wieder eine spontane Vegetation zulässt, die auch über die Nutzung dann etwas gesteuert wird. Das sind jetzt gezielte Regenrückwasser, Rückhaltepflanzungen und Anlagen in einer Stadt, also in Sheffield in Großbritannien, wo Pflanzen eingesetzt werden, die sowohl Überflutungen als auch trockene Verhältnisse ertragen. Oder auch Pflanzeneinsatz, wenn es eigentlich gar keinen Boden mehr gibt, ja, über Pflanzgefäße. Das ist auch in England und ich habe das Bild reingenommen, weil wenn ihr jetzt durch die Stadt geht und so ein bisschen euch über Pflanzen Gedanken macht, dann seht ihr oft diese großen Kübel, die dann mehr oder weniger schön, mehr oder weniger gut platziert und mehr oder weniger gut bepflanzt irgendwo rumstehen. Und das ist eben ein Bild, wo ich mir gedacht habe, in dieser Dimension finde ich das echt spannend. Das sind eigentlich Bereiche, die man hier künstlich geschaffen hat, aufgehört hat, dadurch kann ein Baum da drin wachsen und ich kann hier sogar auch liegen und kann auch gleichzeitig hier das als Sitzelement nutzen. Also gute Ideen sind gefragt. Mehrfachnutzung, Freizeitnutzungen, Kinder sollen sich bewegen können, große Parkanlagen. Das ist eine sehr schöne Anlage in München-Riem auf diesem ehemaligen Flughafengebiet oder hier wieder in Wien. Ganz einfache Bepflanzungen, die dann auch gleich von der Bevölkerung oft anders angenommen werden, als die Planerinnen das sich überlegt haben, was aber gut ist, wenn die Pflanzung robust genug ist. Oder hier diese Bereiche, Verkehr, fußläufiger, radläufiger Nutzung und zum Beispiel dieses schwierige Thema der Alleeunterpflanzung, ja, oder Nutzung dieser Alleen. Dazu brauche ich auch nicht viel zu sagen, es setzt sich allmählich in allen europäischen Städten durch, hier sehr schön im Sonnenwendviertel ausgeführt. Moderne Parks, auch hier der Helmut-Zilk-Park, einer der größten neuen Parks in Wien, der wirklich ganz einfach von der Zonierung arbeitet. In der Mitte, man sieht es jetzt im Hintergrund, eine riesige, öfters geschnittene Rasenfläche, die bespielbar ist, die begehbar ist. Und zu den Rändern hin sukzessive Wiesenflächen, die eben ganz einfach gepflegt werden. Ein Gehölzgürtel, der sich noch entwickeln wird hier und direkt an den Übergängen zu den Wohn- und Arbeitshäusern angereicherte Pflanzenmischungen, wo dann einfach die Blüte ein bisschen stärker wird und dieser Gartenaspekt ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Gut, wie lang darf ich? Jetzt noch eine Viertelstunde für Fragen. Ja, dann, ich glaube, es sind immer viel. Ich zeige euch nur noch so ein paar Eindrücke. Moderne Geschichte in Zürich, beim Züricher Fernsehen, in so einem 60er-Jahr-Gebäude. Da ist die Idee, dass man jetzt ganz viel mediterrane Pflanzen und Pflanzen aus wärmeren Gebieten mit einbringt, wie zum Beispiel im Vordergrund dieses Gras oder der Bärenklau oder die Araucarie aus östlichen Herkunftsländern. Ja. Spannende
ganz andere Bilder, die sich da ergeben. Dann eben das Thema vertikales Grün hier mit einer ganz speziellen Pflanzenbepflanzung, wo man sieht, dass dieser vertikale Standort auch ideal sein kann für die richtigen Pflanzen. Aber in Wien oft Steppenpflanzen in diesen aufwendig hergestellten technischen Systemen. Da muss man wirklich überlegen, ist es nachhaltig für die paar Grad Abkühlung in der Stadt, die man über sowas erzielt? Positivbeispiel, vertikales Grün, Urban Gardening fällt hinein und eben auch diese naturschutzfachliche Komponente, hier auch ein Bild aus Zürich. Da haben Eidechsen ihr Revier und das hat der Landschaftsarchitekt aufgegriffen und es wird eben dann, wenn man das gut ausdrückt, auch von der Bevölkerung respektiert und toleriert und dann gibt es eben auch Freiräume, die funktionieren. Mit dem Bild will ich jetzt aufhören, weil das ist auch etwas, es braucht so ungenutzte Zwischenräume, sowohl für unseren Aufenthalt, ihr wisst, als junger Mensch entdeckt man gerne Baustellen und was auch immer. Und auch die Pflanzen lieben das. Und das ist so eine alte Parkplatzfläche, wo sich einfach spontan Vegetation ansiedelt. Die ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Da wird schon wieder ein neues Haus, also eine Hausanlage gebaut. Und das ist zwar jetzt dann traurig, wenn man, also ich mag solche Bilder, das ist für mich eine hohe Ästhetik. Und ist dann traurig, wenn das nicht mehr existiert, aber das ist auch etwas, was hinter der Pflanzenverwendung steckt. Nur die Zerstörung sozusagen bringt eigentlich die Dauerhaftigkeit der Pflanzendecke zustande. Es gibt eine Sukzession und man muss auch manchmal loslassen und neue Orte schaffen. Und es muss immer genug Raum geben, dass auch die Wildnis von selbst eben loslegt in unseren Freiräumen. Ja. Mit dem höre ich jetzt mal auf, damit ihr noch ein paar Minuten Zeit habt für Fragen. Ich habe eigentlich jetzt sehr viel selbst geredet. Ja, bitte. Passiert es öfters, dass sich gerade wie hier auf dem Parkplatz da, was weiß ich, zum Beispiel naturgeschützte Tiere sich ansiedeln und dass dann da überhaupt nicht mehr neu gebaut werden darf? Da gibt es ein Beispiel fürs Ziesel in Wien. Ja, da gibt es oft lange Prozesse, da werden Bauprojekte über Jahre verschoben, bis man dieses Ziesel umgesiedelt hat. Also in Extremfällen kann das passieren, aber oft ist so auch die Phase, diese Vegetationsphase ist nicht so lang und hier wird sich jetzt auch kein größeres Tier einsiedeln. Da spielt dann wieder dieser Biotopverbund eine Rolle. Also wenn es da Nachbargrundstücke gibt oder in nicht allzu weiter Entfernung Möglichkeiten, dann können jetzt zum Beispiel Insekten ausweichen. Ja. Bitte? Also jetzt wurde hier vorhin auch auf den Planung im städtischen Raum eingegangen. Ja. Also es gibt im Studiengang Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur gibt es auch die Komponente Naturschutz, ja, oder auch Landschaftsplanung. Und dort geht es sehr stark um jetzt ganz andere pflanzenbezogene Projekte. Also ich habe vorhin eingangs auch erzählt, dass es eben wirklich gärtnerisch konnotiert ist und dass ich jetzt da meine Grenze eigentlich an den Siedlungsräumen zur Landschaft hin setze. Aber ihr könnt den Schwerpunkt zum Beispiel auch wählen, jetzt naturschutzfachliche Entwicklung von Pflanzenhabitaten, von auch forstwirtschaftliche Schwerpunkte. Also das gibt es im Hintergrund alles und wird dann eben unter anderen Studienschwerpunkten zusammengeführt. Das heißt, man kann dann auch zum Beispiel in Richtung Renaturierung gehen. Ja, Renaturierung, es gibt das Ingenieurbiologie, Landschaftsbau. Diesen Aspekt habe ich jetzt auch nicht wirklich angesprochen, weil es einfach nicht mein Feld ist. Aber natürlich, da gibt es überall Schwerpunkts- und Vertiefungsmöglichkeiten. Gibt auch Botanik, also auch, es gibt ganz viele, die in die botanische Richtung gehen und wirklich so naturschutzfachlich arbeiten. Also das Feld, was man hier sich mit der Zeit und vielleicht auch in einem fortgeführten Masterstudium dann erarbeiten kann, ist relativ breit gefächert. Ich habe noch ein paar Bilder drauf, zeige ich euch jetzt nicht, aber
wir gehen, versuchen auch oft, es werden viele Exkursionen gemacht, wir versuchen schon auch diesen direkten Kontakt mit der Landschaft, mit den Gärten, mit den Pflanzen und auch mit den Einflüssen zu halten. Aber natürlich in den heutigen Zeiten der Digitalisierung kämpfen wir auch sehr darum, dass wir zum Beispiel Gärten haben, wo wir was lehrmäßig ausprobieren können. Das meiste rennt über Forschungsprojekte, was auch spannend ist natürlich und wichtig. Aber so dieses experimentell Praktische in einer universitären Ausbildung, das ist sehr zurückgedrängt. Ja. Habt ihr so ein paar Stichworte, warum euch jetzt das Studium interessiert? Oder was ist für euch so, wenn ihr so ein Wort finden oder zwei finden solltet, mit dem ihr sagt, warum seid ihr heute da und erkundigt euch? Gibt es da was? Was euch sozusagen hierher gebracht hat, jetzt mal an diese Uni? Ich kann es nicht mehr sagen. Also ich studiere eigentlich Agrarwissenschaften, aber mich interessiert extrem dieser Aspekt, wie man landwirtschaftliche Flächen planen kann oder auch von von der industrialisierten Landwirtschaft weggehen kann, in so Art Permakultur und solche ökologischeren Anbauformen. Also es gibt den Ökolandbau, der in diese Richtung einiges macht. Und es gibt den Gartenbau, der ist eigentlich bei den Agrarwissenschaften angesiedelt. Also, und landschaftsplanerische Projekte gehen sicherlich auch zum Teil, ich weiß es nicht, in diese Richtung. Also da bin ich jetzt nicht die Expertin. Habt ihr sonst noch so eine... Also was mich sehr interessiert, sind zum Beispiel, wie in Mailand ist es, glaube ich, diese großen, begrünten, bewaldeten Hochhäuser. Sowas finde ich halt sehr interessant, wie man einfach noch mehr Natur und noch näher an die Menschen ranbringen kann. Ja. Also da gibt es jetzt, ich habe es zum Teil ein bisschen angesprochen, ja, aber da gibt es natürlich verschiedene Systeme und berühmte Häuser. In Italien, in Frankreich, in diesem ozeanischeren Klima ist es auch etwas einfacher dann, weil die Pflanzen leichter wachsen und größer werden. Aber da ist die Ingenieurbiologie auch forschungstechnisch zum Beispiel involviert. Prinzipiell kann ich zu dem Thema nur sagen, wenn ihr euch mit ArchitektInnen unterhaltet, die sind sehr kritisch. Ja? Die sagen allein, diese Herstellung, also der Statik, die sowas trägt, wie dieses, ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, das Mailänder Haus, irgendwas Bosco Vertikal, ich weiß es nicht. Die Statik und was man dazu an Materialeinsatz einbringen muss, spricht nicht für nachhaltige Begrünung. Da gibt es andere Methoden, mehr Grün in die Stadt zu bringen oder in unsere Landschaft zu bringen, die den besseren Effekt dann eigentlich haben. Aber es wird da weiter geforscht und da wird es neue Wege geben. Ja? Und auch verknüpft mit landwirtschaftlicher Nutzung, also diese ganzen Systeme, die sich dann auch selbst tragen, ergänzen. Also das wird mit der Freiraumarchitektur auch viel stärker in Verbindung treten. Bitte? Nein, ihr lernt, also das ist nicht bei mir, sondern das ist wieder ein anderes Institut. Die bringen sicherlich alle Systeme mal, die entwickeln auch hier an der BOKU-System und sind auch mit der Forschungspraxis gut verknüpft. Ja. Ich bin eigentlich wirklich jetzt so von diesem gärtnerischen Hintergrund kommend und beschäftige mich sehr stark mit der natürlichen, also der Vegetation der Kulturlandschaft, mit diesen pannonischen Steppen. Und das sind eigentlich Steppenpflanzen, Trockenpflanzen, die sehr spannend sind für öffentliche, heiße, städtische Flächen, aber für diese vertikale Begrünung nicht geeignet, weil die haben so einen geringen Umsatz, dass diese technischen Systeme oft eben sich nicht zahlen. Ja? Ja, ich wünsche euch noch einen spannenden Tag und hoffe, ihr findet euer Studium und wünsche euch alles Gute.